Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Skype ich 2 oder auch, wie ich es liebevoll nenne, die Hummeln, die nicht wissen, was sie wollen. Wir haben in der letzten Folge, die in Nethercourt Speak hergeholt haben, herausgefunden, dass wir eigentlich mehr oder weniger umsonst in den Nether gegangen sind. Mehr oder weniger. Und haben einiges geschaffen, wie Pneumatik angefangen. Wir haben die große Tinker Station. Und heute werden wir noch ein bisschen was verändern, weil ja, dieses Rumstolpern über Kisten, aber das nervt. Und ich habe noch in der Zwischenzeit eine Kleinigkeit gemacht, weil wir ja Quarz haben. Habe ich erstens einen kleinen Nektarblock für unsere Quartzbee reingeschmissen und habe hier eine Chest verbunden, die, wenn wir hier was reinwerfen, das Ganze rüber in die Compacting Drawer machen, weil wir den Drawer Connector jetzt mit eingebaut haben. Der ist jetzt da unten drin. Ja, der ist hier so Mitte, muss ungefähr hier sein. Ja, da ist er. Der sorgt dafür, dass alles hier schön verteilt wird. Da haben wir einfach den Quarz gebraucht, dass wir die Comparator machen können und der Rest war dann ja so schmeißt zusammen und gut ist. Auf jeden Fall können wir jetzt von innen die Honeycombs nach außen geben, das ist ganz praktisch. Und ich bin am Überlegen, ob ich die Bienen vielleicht ein bisschen umgestalte, wobei, wenn wir jetzt dann irgendwann mal gegen den Wither kämpfen, kriegen wir die Apparays und ja. Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Dann müssen wir die Bienen leider wieder etwas einpferchen, weil das Apiary ist ein 7x6x7 Hollow Block, also ein 7x6x7 Block innen drin leer. Ja, und da brauchen wir dann das Apiary Storage und dann halt noch ein das Apiary und das Apiary Storage so rum. Und dann ist das Ganze quasi automatisiert, weil von da aus können wir dann unsere Sachen rausziehen, was ganz nice ist, aber dann müssen wir die Bienen wieder einsperren. Jetzt haben wir sie gerade so ein bisschen befreit und später müssen wir sie wieder einsperren. Nein. Weiß nicht, ob wir das machen, aber ja, eventuell. Mal gucken. Wir müssen es ja nicht machen. Ne? Also wir können, wir müssen nicht. Das ist uns gedingst. Und was auf jeden Fall anders ist, ich habe schon mal hier Network Cable, Storage Interface und Storage Request Table gemacht. Das Stack Upgrade, das Network Exchange Interface und das Collection Interface. Ja, habe ich noch nicht. Das ist noch ein bisschen aufwendiger, weil hier brauchen wir, das ist kein Problem, Blaze Powder haben wir rausgefunden, stört uns nicht, aber Block of Redstone. Redstone ist gerade bei mir ein bisschen Mangelware. Da haben wir gerade mal einen Block of Redstone Honeycomb. Es ist nicht viel. Da müssen wir leider gerade noch ein bisschen sparen, mal sammeln. Aber in der Zwischenzeit möchte ich mal die ganzen Kisten hier ein bisschen wegkriegen. Es nervt. Es nervt. Ich kann mich nicht mehr frei bewegen. Und dafür habe ich was vorbereitet. Und zwar machen wir uns eine Compact Chest. Die hat den Vorteil, dass wir die noch ein bisschen verändern können. Und jetzt gerade, wenn wir reingucken, ist es eine ganz normale Chest. 9x3, wunderschön. Aber diese Compact Chest hat eine Kleinigkeit. Und zwar können wir sie erweitern. Und zwar sowohl in der Höhe als auch in der Breite. Und wie viel wir da reinkriegen, habe ich noch keine Ahnung. Aber wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Eisen. Was eigentlich aktuell zum Glück kein Problem ist. Und dann machen wir uns die mal. So, mal 9 Stück davon. Und 9 Stück. Von denen. So, und die machen wir jetzt mal einen so und schon sehen wir, oh, die Chest ist ja deutlich größer. Voll toll. So.
Und jetzt ist die Chest noch größer. Voll toll. Geht nicht? Maximum von 12 ist erreicht, okay. Gut, dann im Notfall machen wir uns einfach nochmal eine Compact Chest. Die können wir dann eher weiter. Die Höhe haben wir erweitert, das heißt, die Seite können wir noch ein bisschen machen. Geht immer noch. Alter. Okay. Wir probieren weiter. Ich habe keine Ahnung, wie breit. Aber wir finden es raus. Okay. 24 ist die maximale Breite. Alles klar. Wieder was rausgefunden. Ja, ich würde sagen, die reicht uns erstmal, oder? Und in Notfall machen wir noch eine zweite. Kein Thema. Wo bauen wir das Ganze ein, ohne dass uns kacke ausschaut? Wir könnten es hier so in der Middle Section. Wir müssen hier eh noch. Ich muss den Bereich eh noch ändern. Okay, das heißt, wir gucken mal. Wir könnten hier ein bisschen nach unten erweitern und ein paar Blöcke dran setzen und dann können wir da was verstecken, dass das Ganze schön ausschaut. Wir brauchen Network Route und den Request Table. Der ist dann, das ist dann schon mal wichtig. Das heißt, ich brauche mal kurz meine Buckets. Da habe ich meine Eimer. Wir machen uns jetzt das Ganze ein bisschen hübsch. Ich meine, ich will hier eh nach oben bauen. Das heißt, wir machen einfach hier mal ein bisschen Plattform drunter. Und dann ist das Ganze geritzt. Wir brauchen hier ein bisschen Platz, dass wir auch die Kabel und so weiter verlegen können halt, ne? Oh, ich würde sagen, die Monsterfarm, auch wenn sie nicht hübsch ist, sie funktioniert. So, sehr schön. So, dann brauchen wir hier die Chest. Die setzen wir mal einfach da ein. Dann brauchen wir das Link Cable. Und hierhin. Dann müssen wir jetzt das mit dem Network Cable noch verbinden. Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Wir finden es raus. So, das Network Route. Kannst du dich direkt damit verbinden? Das geht, okay. Und dann, wenn ich jetzt hier mein Request Table draufsetze, dann habe ich Zugriff theoretisch auf das, was da drin ist. Genau. So ist der Plan. Und das müssen wir dann bloß noch hier wieder zubauen. Endlich haben wir ein, ja, ich würde sagen, ME-System. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger schon, ja. Weil das ist unser ME-System. Und das greift darauf zu und wir können hier alles schon vercraften, umcraften, sobald wir es im System haben. Easy. So, ich brauche Chests und was war's? Wo sind die Kabel da? Und nochmal 16 Käbelchen. Die müssen wir jetzt bloß noch darüber kriegen. So. Machen wir erstmal alles hier ran. Das ist das Schöne am Magneten. Da kommt erstmal alles ran. Und dann räumen wir hier mal auf. Ich bin der mit dem großen Klumpen. Uhu. Ja. Der Magnet ist schon praktisch. Unsere Compacting Chest ist voll. Das ist krass. Ja, dann machen wir halt noch mal eine. So, und jetzt hier noch mal 9x15 Update rein und dann alles schicki, alles toll. Dann machen wir jetzt mal die Pigman Honeycomb Block Zeugs. Du brauchst den Pigman Beeben Nectar Block. Yep. Also hätte ich den hier gerne. Zack. Ist in der Mache und nebenbei holen wir uns noch ein bisschen Netherrack hier raus und einmal Gold.
Und dann machen wir uns mal so eine Pikmin-Wii. Eine Gold-Wii. Hallo? Möchtest du nicht? Ist auch eine Gold-Wii, oder? Jo. Wo ist meine Nether-Wii? Da ist eine Lava-Wii, da ist eine Ding-Wii. Der Gold-Wii ist ein bisschen irritated. Kupfer. Naja. Ich finde die Quartz-Bee immer noch irgendwie am hübschesten. Das ist ein Lava-Bee. Ach, die sind drüben. Die sind drüben. Oh, mal so ein Container. Danke. Und du darfst wieder mit. Wir haben eine Pikmin-Bee. Sehr schön. Dann haben wir das. Dann können wir nämlich als nächstes die Blaze machen. Bitte schön, da ist wieder her. Ja, die Blaze. Braucht die Pikmin Bee und die Redstone Bee. Das ist okay. Dann holen wir uns mal eine Redstone Bee. Eine arbeitslose Redstone Bee. Weil, lass mich raten, für dich brauchen wir. Ah, wir brauchen Blaze Smash. Das heißt, wir müssen uns ein paar Blaze Rods machen. Okay, das heißt, wir müssen ein paar Blazes spawnen. Und dann müssen wir uns jetzt mal ein paar Blazes machen. Das hilft alles nichts. 16 dazu. Haben wir schon mal 30. So, ist das superheated? Wahrscheinlich, ne? Die DNA. Blaze DNA. So, willkommen in meiner wunderschönen Monsterfarm. Klein, aber fein. Kompakt. Wir brauchen ein bisschen Blaze. Ja, wir kommen nicht dran vorbei, weil wir brauchen für unsere Blaze Bee brauchen wir ein Blaze Mesh. Und ein Blaze Mesh bekommen wir hier, indem wir Blaze Rods, also 9 Stück, zusammen craften, kriegen wir ein Blaze Mesh. Und das kriegt dann unsere Biene quasi kombiniert mit ein bisschen Redstone Honeycomb als leckeren Block zum Futtern. Das heißt, wir müssen jetzt. Ja, 18 Blazes klopfen oder halt weniger, je nachdem, wie oft wir sie könnten sie eigentlich auch spawnen und einäschern. Aber nein, wir wollen ja auch die Köpfe und alles. Ja, wir wollen alles und noch viel mehr. Und da holen wir uns mal die erste Blaze DNA. Zacki, zacki. Da ist sie. Das Schöne ist, sie kann mir eigentlich nichts tun, aber ich hier. Olle, olle. Ein bisschen unfairer Kampf, aber was wollen wir machen? So, ich habe mal die Endoflames ein bisschen vermehrt, weil der Black Lotus ist anscheinend gesperrt. Schade. Sonst hätten wir deutlich schneller, deutlich mehr Mana machen können, aber oh gut, wir haben jetzt 9 Endoflames, also von daher geht das auch relativ schnell. Somit haben wir auf jeden Fall genug Mana immer parat. Das ist ganz praktisch. Und aktuell haben wir schon mal 14 Blaze Rods. Zwei Köpfe konnten wir einschmelzen. Den Rest haben wir uns so erarbeitet und wir haben wieder eine Blaze. Schauen wir mal, wie spendabel diese ist. Köpfe geben sie im Moment keine her. Schade. Ein Zombie-Villager. Wollen wir uns den behalten? Ich weiß nicht. Nee. Wollen wir nicht. So. Gut. Haben wir da drei. Das ist sehr schön. Dann gucken wir mal, was die Netherwarzen machen. Auch wieder 19. Perfekt.
in den Botanikpots gehen die gefühlt viel schneller. So 16 und eine einschmelzen, 17 passt. Haben wir noch eine DNA. Ist gleich da und dann hoffentlich kommt dabei was rum. So freigiebig sind sie nicht ganz. Aber ja, das reicht uns. Sehr schön. Dann können wir das hier stoppen, wenn das durch ist. Ach ja, ich muss mich wieder entschuldigen. Wir haben nebenbei wieder Baustelle. Die sind schon wieder fleißig am Fahren. Und unser Kranfahrer, der kann sich nicht entscheiden, wie er das Ding fahren will. Der stellt sich noch ein bisschen an. So. Deswegen, sorry, falls da im Hintergrund Geräusche sind, versuche sie rauszufiltern, aber ich kann nichts versprechen. So, Nummer 18. So, und dann brauchen wir die Blaze wie Nectar Block. Sehr schön. Redstone haben wir da. Pigment müsste auch schon groß sein. Da müssen wir jetzt bloß noch gucken, wie wir das Ganze breeden. Redstone und Gold Nugget, ja, war fast klar, dass die Gold Nuggets waren. 1, 2, 3. 9 und zack. Und bitte eine Blaze Bee. Danke. Schaut interessant aus mit dem Schwert drin. I don't know, warum die ein Schwert drin hat, aber hinterfragen das nicht. Wir sind wieder ein ganzes Stück weiter. Wir haben ein neues Lagersystem. Wir haben die ganzen Bienen. Nice. Das heißt, das nächste Mal werden wir mal gucken, wie weit wir jetzt weiter voranschreiten im Quest Tree. Wir werden uns wahrscheinlich noch die Diamond Bee holen. Ich gehe mal schwer davon aus, weil es einfach einfacher an Diamanten zu kommen. Emeralds fehlen uns noch. Und dann brauchen wir noch den Wither. Das heißt, ich denke mal, nächste Folge werden wir schauen, dass wir den Wither herholen, dass wir die Epi Race machen. Und dann müssen wir die Bienen wieder einsperren. Schade. Aber egal. So ist das Leben. Und dann schauen wir mal, wie weit wir durch den Questbaum noch latschen können. Ja. Und dann müssen wir ja noch ein bisschen hübsch machen. So, in diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, gerne auf den Like-Button drücken, gerne kommentieren. Abonnieren, wenn du keine weitere Folge verpassen willst. Und dann würde ich sagen, schönen Tag, reingehauen. Wir sehen uns im Stream oder hier auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao.